Hallo, hier ist Dunni am Freitag. Erste Frage, warum trägt Dunni eine Mütze? Antwort, weil ihre Haare scheiße sitzen. Zweite Frage, warum trägt Dunni heute eine Brille? Weil sie eine leichte Bindehautentzündung hat. So, hätten wir das schon mal geklärt. Und ich herzlich willkommen zu meinem Video. Thema ist homosexuelle Frauen oder Menschen im Alter, wenn sie alt sind. So, ich habe das Thema sofort verstanden, worum es ging. Also da war ich im Gegensatz zu zwei anderen Damen schon mal im Vorteil. Liebe Grüße an euch. Ja, alte Menschen, die homosexuell sind. Ja, ich bin der Meinung, dass sie nicht andere Ansprüche haben als andere Menschen in ihrem Alter. Ich meine, ich glaube nicht, wenn die Damen oder Herren 70 plus sind, oder 80 plus, ich meine, es gibt ja auch noch 70-Jährige, die total fit sind auch. Ich meine, ab einem gewissen Alter braucht man eine wirklich bestimmte Einrichtung oder irgendwas homosexu. Oh Gott, die Brille schief. Irgendwas Homosexuelles für deren Damen und Herren im Alter. Ich denke nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken über das Alter gemacht. Also, nicht so weit. Ich habe schon zu Jen gesagt, wenn ich alt bin, dann werde ich mit so einem aufgestylten Rollator durch die Gegend rennen und hübsche Mädels fragen, ob sie mir eventuell über die Straße helfen. Können Sie mir bitte über die Straße helfen? Oh, das ist aber nett von Ihnen. Ich habe natürlich im Internet auch ein bisschen geguckt über das Thema und ich habe auch einen ganz interessanten Text gefunden, den möchte ich jetzt nicht wiedergeben, weil das sehr, sehr viel ist. Das ist eine PDF-Datei, die ich euch unten verlinken möchte. Wer Interesse daran hat, ein bisschen was drüber zu lesen, der kann das gerne machen. Deswegen verlinke ich euch das unten. Ja, ansonsten möchte ich noch allgemein über alte Menschen sagen. Ich denke einfach, dass alten Menschen überhaupt, also ich mag alte Menschen total gerne. Ich denke, dass ihnen viel zu wenig Respekt gegenübergebracht wird auch. Und ich meine, alte Menschen sind manchmal garstig und verbittert auch, aber es liegt wohl auch daran, dass sie einfach, ja, sie haben schon viel erlebt auch in ihr Leben und viele von ihnen haben den Zweiten Weltkrieg, wenn nicht sogar den Ersten auch mitgemacht. Und ich denke mal, das zeichnet auch und ja, dass sie deswegen auch vielleicht einige Eigenarten haben, dass es vielleicht auch an sich ans älter werden liegt. Aber ich finde dennoch, dass man alten Menschen viel mehr Respekt entgegenbringen sollte. Nicht nur Respekt in dem Sinne, oh, ich respektiere jetzt, dass da eine alte Frau neben mir im Bus sitzt oder so, sondern auch einfach, ja, ich weiß nicht. Ich mag alte Menschen. Ich meine, die quatschen mich auch immer unheimlich gerne an, in öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel. Und wenn die nur über das Wetter reden, ich unterhalte mich trotzdem mit denen. Und wenn das Verkehrsmittel voll ist und die alten Leute möchten einen Platz haben, ohne Witz, ich gehöre immer zu den Leuten, die mal als erstes fragen, ob sie sich setzen möchten. Weil, ja, wie gesagt, ich mag alte Menschen, weil, ja, wir können, würden wohl, also ich gehe mal davon aus, dass wir alle alt werden und auch in derselben Situation einfach kommen, einfach das älter werden, dass wir manchmal auch auf Hilfe anderer angewiesen sind. Und deswegen, weiß nicht, wenn eine alte Frau vielleicht so ein bisschen rummuckt bei euch oder so, ich meine jetzt wirklich eine alte Frau, nicht eine 40-Jährige, für manche von euch ist ja eine 40-Jährige schon alt, ne? Aber, also ich bringe die ein bisschen Respekt entgegen, regt euch nicht auf. Ich meine, alte Menschen sind alte Menschen, weil sie alte Menschen sind, ne? Und ja, das war's auch schon. Mehr kann ich dazu nicht sagen, ehrlich gesagt. Und ja, ich liebe alte Menschen. Ich mag sie. Ich meine, sie sind auch so, sie stecken auch so voller Weisheit und auch Wissen und Erfahrung. Ich weiß, viele von ihnen sind auch sehr konservativ, aber okay, man nimmt ja immer das mit, was aus der Kindheit lernt auch. Aber es gibt auch viele, die sind ziemlich offen und cool
Und ja, an diesen sollten wir uns mal alle ein Beispiel nehmen. Ja, so, das war's von mir, Freitag. Und ja, tut mir leid, dass jetzt inhaltlich nicht so viel jetzt drinsteckt, aber das ist ein Thema, Thema ist jetzt nicht scheiße. Ich meine, klar macht man sich auch mal Gedanken drüber. Aber ich verlinke euch etwas, wenn ihr darüber lesen möchtet. Das wird euch weiterhelfen als ich. Und die Jen hat auch schon einiges drüber erzählt. Und ja, ihr Lieben. Also ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut und noch besser. Kuss, kuss. Ciao.